So, ihr Lieben, weiter geht's bei The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part haben wir einen Ordon-Kürbis gefunden. Es war aber eigentlich gar nicht der Plan. Wir wollten nämlich den Schlüssel finden fürs Schlafzimmer. Klingt komisch, ist aber so. Naja, stattdessen haben wir einen Kürbis und einen Kompass gefunden. Und jetzt habe ich mal ein bisschen mehr gebuddelt und finde den kleinen Schlüssel, den ich gesucht habe. Yay, okay. Habe ich ja schon erklärt, was ich machen wollte. Hier rein. Mal schauen, mal schauen. Okay, was haben wir denn hier? Eine Leiter. Weil ich habe nur noch... What the fuck? Verliert man hier krass Herzen. Gar nicht mehr so viel live. Okay, da kommt man noch nicht hoch. Merk schon. Was ist hier? Wow. Okay, da fällt man nicht runter. Hätte ja sein können. Und hier kann man auch nicht durch. Okay. Dann machen wir das, was ich gedacht habe. Und zwar, wie geht denn das jetzt? Wenn ich hier... Ah, jetzt. Okay. Wir tun die Kanonenkugel hier rein. Und jetzt muss ich von der anderen Seite wieder, ne? Ich hoffe mal, das ist richtig. Weil sonst habe ich absolut überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, das stimmt. Sehr schön. Ich glaube, ausgerichtet habe ich das Ding sogar schon. Ja. Ja, ich werde dann irgendwann den Trank zücken und dann können wir uns, wenn wir wieder Energie brauchen, ja jederzeit beim Yeti bedienen. Ich glaube, das soll ein Yeti sein. Gut, jetzt muss ich aber doch nochmal wechseln. Ich brauche wieder Bomben. So, kill das Vieh, ey. Yay! Das war das Rätsels Lösung. Jetzt sind da aber ganz viele kleine. Jetzt irgendwie killen. Wenn es geht, ohne dabei zu verrecken. So, können wir noch irgendwas zerballern? Wenn wir einmal dabei sind. Warum nicht gleich weitermachen, bevor wir dann durch die Tür gehen? So, schauen wir mal. Das wird nicht gehen, aber ich kann ja nochmal nach hier drehen. So, da ist die Tür, da ist also nichts. Und wenn ich jetzt nochmal drehe. Da noch was. Das zerbomben wir noch. Mal sehen, was passiert. Eine kleine Truhe. Die wird mir sogar angezeigt. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht, ne? Gut, die nehmen wir mit. Damit haben wir wieder Bomben. Und dann gehen wir erstmal durch die Tür, so wie es das Spiel von mir möchte. Link, lauf! Hoch mit dir, Link! Ach, ist mir warm. Was ist das? Es ist nämlich der 20. Juli und es ist eine Hitze, das glaubt ihr nicht, ey. Okay, da kann ich mich hochziehen. Boah, das sieht geil aus. What the fuck? Alter, was ist mit dir nicht richtig? Du Scheiße, und ich bin fast tot. Aha! Das ist ein harter Gegner. Oh, nicht anvisieren. Nein, 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 nein. Boah, das war totale Grütze. Das solltest du nicht machen. Du solltest den Trank nehmen, den ich nicht mehr habe. Boah, fuck. Gott im Himmel.
Ach ja, meine Angriffskraft ist, glaube ich, jetzt gestiegen, ne? Für kurze Zeit. Das war ja so ein Special-Trank. So, kann ich den jetzt... Wie muss man den denn schlagen, Leute? Oh, der macht übelst Schaden. Bringt überhaupt nichts. Bin ich blöde? Ja gut, wenn ich Glück habe, verrecke ich jetzt. Gib mir mal Bomben. Was ist seine Schwachstelle? Ich glaube von hinten irgendwie, aber das schaffe ich immer zeitlich alles nicht. Ja, das soll erstmal näher kommen. What? Was zur Hölle? Boah, ich habe gerade übelst Schwierigkeiten. Ich habe zu lange nicht gezockt, Leute. Steht das nicht? Irgendeine Schwachstelle muss er doch haben. Mit, na, hier kannst du mir was sagen. Ich kann es mir nichts sagen. Waffe mit, na, so wie ich das von dir gewohnt bin. Was? Nimmt keinen Schaden, der Arsch! Und das mit dem Ausweichen ist ja logisch und so, aber... Wie polier ich den dann bitte die Fresse? Warum machst du denn nicht, was du machen sollst? Die Ansicht ist eine Hölle! Kann der jetzt bitte mal werfen? Hallo, Spiel! Oh, meine Fresse! Dann halt nicht! Keine Ahnung, was ich machen muss. Oh, so ein zweiten. Ah! Jetzt habe ich es gesehen. Toll, das zeigen sie mir aber früh. Der hat einen Schwanz. Okay. Trotzdem ist die Ansicht total behindert. Warum springt der immer in den rein? Meine Fresse! Hau jetzt ab! Wieder. Komm, mach deinen Scheiß hier. Dein Wurfgedöns. Ist ja kein Wunder, dass ich das nicht hinkrieg, wenn der immer den Kopf anvisiert. Was totaler Bullshit ist. Endlich getroffen. Warum trifft er mich denn immer trotzdem?
Der ganze, der halbe Part ist übrigens schon rum, Leute, ne? Krass. Na, endlich mal ausgewichen. Jetzt gib ihm doch! Er steht genau davor und auch daneben. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, und der trifft mich irgendwie immer. So, jetzt mach ich dich platt, Junge. Na, endlich. Oh, war der Anfang behindert, ey. Was warst du denn für einer? Meine Fresse. Schlimmster Gegner bis jetzt im Spiel. Man darf halt nie so lange aufhören und so große Pausen machen. Das war ja jetzt ein Monat Pause fast. Bist ja total raus, ey. Was ist das? Meine schönen Tränke. Mein Glück kann ich mir gleich neue holen. Okay, erstmal bumm. Ich hab das mit dem... Das ist bei den Dodongos auch. Der visiert immer den Kopf an, obwohl man den Schwanz nehmen muss. Und das verwirrt halt total. So, zeig mal her. Du hältst den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Lege sie auf die Knöpfe und schlage mit Wucht zu. Boah, das Ding könnte mir gute Dienste leisten hier. Nice! Eine neue Waffe also. So, wir gucken jetzt, wir holen uns jetzt den Schlüssel. Also, für den Kampf will ich einen Daumen nach oben. Dicker, ich mache euch alle platt. What? Okay. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in dieser Bergruine keine Herzen droppen? Ich habe zumindest noch keine bekommen. Was soll das, ey? Mach alles kaputt hier. Okay, hier ist eine Truhe, die wird mir auch angezeigt. Die nehmen wir mit. Du hältst Ordoner Ziegenkäse. Dieser Käse wird aus der Milch von Ordoner Ziegen hergestellt. Schon wieder? Schon wieder etwas zu essen? War doch klar. Die war so unsicher. Da musste es ja so kommen. Naja, egal. Vielleicht fällt dir ja doch noch was ein. Gehen wir zurück? Okay, Midna. Wir haben eine neue Waffe. Das macht uns, glaube ich, viel, viel einfacher. Dann gehen wir mal zurück. Kann ich das alles zerschlagen? Geil. Das ermöglicht uns viele nette neue Wege. Oh Gott, die Wölfe! Wie krass! Ja, damit haben wir ja auch eine schöne Abkürzung geschaffen. Ist das hier die richtige Tür? Nee, ne? Aber fast. Das hier müsste richtig sein. Nee, doch. Doch, doch, klar. Hier lang. Okay, dann gebe ich dir mal fix Käse. Du willst den doch bestimmt für deine Suppe, oder?
Da fehlt noch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Oh, genau das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Gockelse. Jetzt muss ich nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. So, mein Freund, diesmal komme ich auf dein Angebot sehr, sehr gerne zurück. Gib mal ran die Schüssel. Ja, jetzt Luxussuppe in deiner Flasche. Sie riecht lecker nach Käse. Trink doch mal. Mach ich glatt. Geil. Ich nehme noch ein bisschen mit für die Frau, ne? Und da ich noch eine leere Flasche habe, ich denke natürlich immer auch noch an die Kinder, ne? Ist nicht für mich, nein, nein. Denke an die Kinder. Okay. Ja, war nett, ne? Aber ich gehe dann mal die Frau besuchen. Okay, wo genau war das noch? Ich verlaufe mich hier immer so krass. Naja, wir sehen uns, Bro. Und du, Madame, du sagst mir jetzt, wo der Scheißschlüssel ist. Oh, Link, jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Er ist hier, wo das Zeichen ist. Okay, wie komme ich da hin? Dort muss er sein, ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Dein Ernst, Frau? Oh Mann. Na gut, ausnahmsweise. So, hier sehe ich eine Uhr. Eine Tür. Okay, was müssen wir jetzt machen? Erstmal hier den Weg. Nee, nicht dahin. Und die Truhe irgendwie holen. Okay, das ist scheiße. Aber ich sehe, da war irgendwo ein Durchgang. Wie passt das Ding eigentlich in Links Tasche? Das wüsste ich auch gern mal. Wird die Suppe in der Flasche irgendwann überhaupt mal kalt und ist dann unbrauchbar? What the fuck? Oh je! Die müssen wir mal anders besiegen. Wird ja so nix. Okay. So, wo willst du denn ausgerichtet werden? Was soll ich mit dir zerstören? Das wohl kaum. Das auch nicht. Da ist was. Ach, wo scheint das Ding da drüben? Brauche ich nur noch eine Kugel. Wir gehen erstmal hier lang. Was? Oh. Hi. Komm, sei schneller, Link. Yeah. Braver Link. So, was müssen wir denn hier jetzt wieder? Ah, da ist eine Truhe. Hier hole ich mir erstmal. Nee. Jetzt mal so. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Ein kleiner Schlüssel, super. Oh, ich hab doch gedrückt. Oh, das hasse ich, wenn der... Naja, egal. So. Okay, das war nicht so gut.
So, was gibt's hier noch zu tun? War es das? Kann sein. Aber ich muss irgendwie darüber. Also, nee, nicht wirklich darüber. Da muss es noch eine geben, wo dann der Schlüssel ist. Aber fragt mich nicht, ey. Guck hier drüben nochmal. Ist doch nichts außer die Truhe. Oder? Gehst mir aufs Schwein, Alter. Dein Scheiß-Ernst-Spiel. Oh je. Naja, aber da war nichts. Wir gehen erstmal zurück. Wir haben ja jetzt noch ein, zwei Möglichkeiten. Dank des neuen Items. Zum Beispiel erstmal den hier noch kaputt bocken. Dauernd eingefroren wird. Gute Scheiße hier. So, ich guck dann erstmal nach Truhen und so. Vielleicht hilft uns das irgendwie. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel. Das ist schon mal was Positives. So, von hier sind wir gekommen. Und von hier soll ich dann eine Kanone mitbringen. Dann gucken wir doch mal, ob wir eine finden. Ah. Ich weiß, wo ich jetzt bin. Das haben wir im letzten Part schon mal gesehen. Ah, alles klar. Gut, Leute, dann werde ich im nächsten Part mal die Kanone zu der Kugel bringen und schauen, was wir damit wegbomben können. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns wieder. Bye, bye. Ciao, euer Mulai.